Hallihallo ihr Lieben, hier spricht wieder Steffi mit einem neuen Schüsslersalz-Video. Ja, da ihr einfach lange nichts von mir gehört habt, gebe ich jetzt erstmal wieder ein bisschen Gas mit überwiegend dem Thema Mineralstoffe und ja, weil ich einfach ewig keine Fragen beantwortet habe, gestern war ich mal fleißig, sind mir so ein paar Sachen aufgefallen, die ich doch gern nochmal sagen möchte. Und ich fange auch direkt an mit einem aus meiner Sicht sehr, sehr wichtigen Mineralstoff. Für, ja, dem wichtigsten kann man wahrscheinlich nicht sagen, aber auf jeden Fall einem der Allrounder. Neben der Nummer 3 ist es die Nummer 7. Schüsslersalz Nummer 7, Magnesiumphosphoricum. Und jetzt lasst euch bitte nicht irritieren, welche Firma ich hier habe. Das ist nur eine Dose, die einfach sehr praktisch aufschraubbar ist. Das ist Adler Pharma aus Österreich. Ich glaube, die bekommt man hier gar nicht mehr. Und ich fülle die einfach immer nach. Sage ich gleich was zu. Ich habe hier halt auch noch meinen Wasserkocher hingestellt und eine Tasse. Be happy, sowieso immer gut. Und jetzt zwei, drei Dinge zum Magnesiumphosphoricum. Die heiße 7 ist wahrscheinlich die bekannteste Anwendung dieses Mineralstoffs. 10 Tabletten in eine Tasse und mit heißem Wasser übergießen. Im Prinzip wie ein Tee. Und warum ist das so großartig? Das ist ganz einfach extrem toll, weil dieses heiße Wasser dafür sorgt, dass es extrem schnell wirkt. Und wann nimmt man Magnesiumphosphoricum? Bei allen möglichen Schmerzen. Auch alles, was so zieht und sticht. Gerade auch im Magen-Darm-Bereich ist es super, super gut. Warum? Weil Magnesiumphosphoricum die gesamte glatte Muskulatur entspannt. Die glatte Muskulatur ist diejenige, die ihr selber nicht steuern könnt. Die unwillkürliche, könnte man jetzt auch sagen. Wogegen die willkürliche Muskulatur, so hier die Muckis und ja, der Nacken, die Waden, also alles, was ihr einfach auch anspannen könnt, das ist die willkürliche Muskulatur. Das wird auch gerne verwechselt. Ich habe es auch, glaube ich, immer schon mal wieder erwähnt. Die Nummer 2 so, ist das Mittel der Wahl, wenn man zum Beispiel Nackenverspannungen hat, Wadenkrämpfe, Taubheitsgefühle oder Kribbeln in Armen oder Beinen. Da ist die Nummer 2 extrem hilfreich. Möchte ich aber heute nicht drauf eingehen, einfach nur zur Abgrenzung, weil das bei den beiden immer wichtig ist. Die heiße 7. Großartig, auch bei Regelschmerzen, wenn es irgendwie krampft und zieht, ist das extrem gut, weil eben über dieses heiße Wasser der Effekt noch schneller eintrifft. Im Prinzip kann man auch jedes Schüsslersalz in heißes Wasser geben. Das ist ja einfach auch nur eine Frage von der Möge. Ich persönlich trinke gern warmes Wasser, deswegen mache ich mir auch manchmal, wenn ich Lust habe, auf eine heiße 2 oder eine heiße 5, dann mache ich mir auch die in heißes Wasser. Also seid da einfach kreativ. Das ist auch nochmal mein Aufruf. Der Dr. Schüssler, wie ich immer mal wieder gerne sage, wollte eine vereinfachte Therapie im Vergleich zur Homöopathie entwickeln und das ist ihm definitiv gelungen. Das heißt, seid hier kreativ. Es gibt außer bei den Salzen 1, 6, 11 und 12, wobei die 6, 11 und 12 diejenigen, die dreijenigen sind, bei denen man am meisten zu beachten hat, weil die einfach recht tiefgreifend wirken können. Selbst das ist unkompliziert, wenn ihr euch in einem Bereich von 5 bis 10 Tabletten pro Tag aufhaltet. Und es gibt eben diese Kombinationen, die sinnvoll sind. Das erfahrt ihr ja bei den einzelnen Nummern in den Basic-Videos, die ich vor ein paar Jahren mal gemacht habe. Zurück zur heißen 7. Dieses heiße Wasser ist insofern auch großartig, weil es die Luftblasen, also diese Gasbildung im Magen-Darm-Trakt, austreibt. Oftmals ist es einfach, dass da zu viel Luft unterwegs ist, weshalb ein Druck entsteht, weshalb es krampft und wehtut. Und dieses heiße Wasser wirkt unglaublich entspannt. Kennt ihr vielleicht, ihr habt euch schon mal ein Thermacare oder was auch immer in der Apotheke gekauft, eine Wärmesalbe, eine Wärmflasche. Unglaublich angenehm, einfach nur schon wegen der Wärme. Das entspannt. Und verkrampfte, harte, gezerrte Muskeln oder eben auch einfach ja, im Magen-Darm-Bereich, was auch immer da gerade los ist, haben das gerne. Und eben dieses Austreiben der Luft, der Gasbildung, die dann einfach verschwindet. Das heißt, deswegen ist es ist einfach ein großartiger Allrounder und davon kann man gerne auch mal, wenn man zum Beispiel als Frau vielleicht dazu tendiert, starke Regelschmerzen zu haben, gerne auch mal 3, 4, 5 Tassen am Tag trinken. Gar kein Problem. Schüsslersalze sind ja
feinstofflich und nicht grobstofflich. Das heißt, ihr braucht niemals Angst vor Überdosierung haben. Die regulieren, die bringen Ordnung in den Haushalt des jeweiligen Mineralstoffs, den ihr da einnimmt. Also Magnesium-Phosphoricum bringt Ordnung in den Magnesiumhaushalt. Und da war auch eine Frage, wie das jemand zu verstehen hat, dass wenn man eine Tablette nimmt, da sind doch um die 300 Milligramm drin, dann hätte man doch viel zu viel. In einem Schüsslersalz, also da kommt dann auch ab und zu mal die Apothekerin in mir durch, in so einem kleinen Mini, mit so einer kleinen Mini-Tablette, da würdet ihr niemals 350 Milligramm Magnesium reinbekommen. Also wenn ihr das seht, wenn das als loses Pulver, solltet ihr euch sowas mal bestellen, was ich gar nicht unbedingt empfehle, würdet ihr sehen, was das für eine Menge ist. Das kriegt man nicht in so eine Mini-Tablette. Also das auf jeden Fall an der Stelle und deshalb keine Angst vor Überdosierung, diese Salze regulieren. Wenn ihr Menge aufnehmen wollt, Mengenelemente oder einfach auch generell, dann braucht ihr das grobstofflich. Schüsslersalze sind feinstoffliche Mittel. Das heißt, habe ich auch, glaube ich, bei einem Kommentar geschrieben, grüne Smoothies, um einfach aus der Nahrung was aufzunehmen, denn Magnesium ist das Zentralatom im Chlorophyll. Chlorophyll ist unserem Hämoglobin, unserem roten Blutfarbstoff, sehr ähnlich und ist der grüne Blattfarbstoff in den Pflanzen. Bei uns ist Eisen im Blut, im Chlorophyll ist Magnesium in der Mitte. Deshalb sind auch grüne Smoothies und das Chlorophyll so großartig, weil das ein toller Magnesiumlieferant ist. Ansonsten kauft euch gute Präparate, da möchte ich überhaupt gar keine Empfehlung abgeben, lasst euch beraten. Sucht bei Alternativen wie, keine Ahnung, Robert Franz, Rüdiger Dahlke, solchen Leuten vertraue ich persönlich mehr als der Pharmaindustrie. Doch das auch nur am Rande. Hier geht es ja um Schüsslersalze. Und das ist alles immer meine ganz persönliche Meinung. So, jetzt haben wir das heiße Wasser beleuchtet. Wir haben beleuchtet, dass ihr das ruhig so viel nehmen könnt, wie euch einfach gut tut. Eine ganze Dose würde ich nicht auf einmal nehmen, aber es wirkt dann auch einfach irgendwann nicht, weil es wird über die Mundschleimhaut im besten Fall peu à peu abgegeben. 10 Stück in einer Tasse Wasser und die dann einfach so heiß wie möglich trinken, schluckweise. Das geht auf jeden Fall super gut und das kriegt der Körper gut aufgenommen und das wirkt sehr, sehr schnell dann auch regulierend. Also heißes Wasser, Unterschied Magnesium und Calciumphosphoricum, Mengenelemente bzw. grobstofflich versus feinstofflich. Und ich glaube, es war auch irgendwo noch eine Frage nach Kindern. Auch Kinder ab 5, 6 Jahren dürfen wirklich gerade diese unproblematischen Schüsslersalze, Nummer 3, Nummer 7, würde ich immer zu Hause haben. 3 das Notfall, also der Ersthelfer und Nummer 7 wirklich bei allerlei muskulärer Beschwerden richtig gut, auch bei Wachstumsschmerzen. Im Zweifelsfall, wenn ihr euch nicht sicher seid, packt immer die 2 und die 7 zusammen. Die Frage nach Migräne kam ein paar Mal, da haben sich die 2, die 5 und die 7 bewährt. Die Energieschaukel, 2 plus 5 macht 7. Richtig, richtig gut, weil alle Phosphorsalze per se energiespendend sind, weil Phosphat oder Phosphor in unserem ATP, Adenosintriphosphat, das ist der Energielieferant in unserem Körper und das braucht Phosphor. Deshalb sind die Phosphorsalze energiespendend. Auch das macht die Nummer 7 zu einem richtig, richtig, richtig guten Aufbausalz. Davon könnt ihr nicht genug haben. Es dient vielen Menschen beim Einschlafen und fährt einfach runter. Ihr könnt auch andere Salze dazu tun, auch alles ins heiße Wasser. Ihr könnt eure ganze Mischung machen. Ihr könnt morgens eine heiße 2, mittags eine heiße 5, abends eine heiße 7. Ihr könnt 2, 5, 7, um jetzt zum Beispiel bei der Energieschaukel zu bleiben, alle in 1 Liter Wasser und das nehmen. Also macht's echt unkompliziert. Kaffee kein Problem. Man sollte nichts trinken, irgendwie einen Grüntee, einen Schwarztee oder auch einen Kaffee, der die Schleimhäute belegt und dann seine Schüsslersalze lutschen. Das macht nicht viel Sinn, weil ihr es dann nicht aufgenommen bekommt. Ansonsten auch kein Problem, lasst euch morgens euren Kaffee schmecken, trinkt die heiße 7 vorher, wenn ihr einfach echt gestresst seid oder wartet 1-2 Stündchen. Überhaupt gar kein Problem. Und ich denke, bei einem knappen 10-Minüter sollte das für den Moment auch reichen. Das waren so die 3 Dinge, die ich mir vorgenommen hatte, mit euch zu teilen. Das heiße Wasser, die Dosierungsfrage und auch die Kinder anzusprechen. Ich glaube, da steckt jetzt sogar wieder ein bisschen mehr mit drin. Lasst mir gerne einen Kommentar hier. Teilt diese Videos, abonniert mich, wenn ihr es noch nicht getan habt. Auf jeden Fall freue ich mich wirklich für eure Dankbarkeit und Wertschätzung. Ihr seid richtig cool. Es macht mir auch wieder richtig Freude. Und schreibt mir auch eure Fragen. Ich verspreche nicht, dass ich auf jede eingehe, aber diese Interaktion mit euch macht doch schon echt Spaß. Und ich habe da offensichtlich auch ein paar, die schon eine ganze Weile dabei sind. Und das finde ich richtig, richtig cool. Also, auf ein tolles neues Jahr zusammen. Von mir gibt es jetzt wirklich wieder regelmäßig diese Impulse.
Und ja, habt einen wunderschönen Sonntagabend. Alles Liebe und bis zum nächsten Video. Eure Steffi.